So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Wirklich genau an der Stelle, wo die letzte Folge geendet hat. Wir haben hier den wunderschönen Teich, der dank eurer wirklich zahlreichen und sehr guten Ideen sich sehr weit erweitert hat. Und ich hatte ja in der letzten Folge meinen Bogen umbenannt zu Lucky Punch, hat stolze 39 Level gekostet. Aber ich hatte da noch nicht dazu gesagt, woher ich den Namen eigentlich habe. Denn die Namen Infraktim und Executor waren beide aus den Kommentaren. Lucky Punch tatsächlich hatte ich mir selbst ausgedacht und total spontan das einfach noch dazu geschrieben. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass das so einen großen Zuruf bekommt. Lucky Punch, wer damit gerade nichts anfangen kann, kommt ja aus dem Boxen. Wie ich dann ergoogelt habe, wusste ich davor auch nicht, deswegen ein bisschen Allgemeinbildung hier. Schadet ja auch nicht. Und bedeutet, wenn du in Punkten weit zurückliegst, aber dann den einen Schlag hast, der den Gegner K.O. gehen lässt. Ich glaube, so ungefähr muss man das beschreiben. Dann bist du ein Hurensohn. Dann ist das der Lucky Punch, weil du quasi denjenigen quasi aus der Reserve geboxt hast. Keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht oder richtig. Wurde mir Eisen geklaut? Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Bei Early wurde nämlich auch Eisen geklaut. Haben wir einen Eisen-Dieb hier? Okay, wird nicht an Holz reichen, merke ich gerade. Ich sammle mir gerade alles ein bisschen zusammen, weil ich nicht so die Ressourcen gerade habe. Oder eigentlich habe ich sie schon, ich habe nur keinen Bock aufzuräumen. Ich glaube, das sollte jetzt reichen, oder? Ja, das sollte reichen. Okay. Ja, und wenn du dann halt K.O. hast, heißt es Lucky Punch. Und ich fand das auch irgendwie technisch gesehen ganz gut, weil mein Bogen ist halt so. Wenn ich irgendwie in Punkten hinten liege, hole ich den Bogen raus und dann bist du halt tot. Das ist okay. Genauso läuft das hier in diesem Spiel. Und deswegen fand ich den Namen eben prinzipiell relativ geil. So, gucken wir mal. Ich finde das echt nicht schlecht, muss ich sagen. Allerdings bin ich damit nicht zufrieden. Also es hat schon ein bisschen was, aber ich, nee, tut mir leid. Also es war mal eine Idee. Ich wollte es ausprobieren. Wie gesagt, Kommentare, Kommentare. Das ist die Kommentare, Kommentiershow. La, 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 okay. Nee, also ich wollte es ausprobiert haben, aber sorry, es passt mir gerade nicht. Hier muss was anderes hin. Ich denke, ich werde rote Wollblöcke hinsetzen und dann den nächsten Kommentar quasi durchgehen, weil es ist echt so krass. Ich bin eigentlich nur hier die ganze Zeit am Dinge umsetzen, die mir gerade geschrieben wurden. Und da stand was von Glasspanes, schwarzen Glasspanes zum Beispiel, wie diesen hier. Und da drauf zum Beispiel Holz. Ich bin gespannt, ob das gut aussieht. Oder das hier. Oder das hier. Wahrscheinlich das hier, weil es am besten zur Einrichtung passt. Auch eine Möglichkeit, einen Tisch zu modellieren. Dinge, die ich alle gar nicht weiß. Und, oh ja, das funktioniert schon mal. Das hatte ich früher in Craft Attack schon gebaut. Und jetzt hier Paints quasi als Unter, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann jetzt hier so. Das ist halt leider viel zu hoch. Aber auch eine Sache, die mir vorgeschlagen wurde. Wie gesagt, ich bin momentan nur am Ausprobieren, was funktioniert. Ich bin gerade am Überlegen, was könnten wir noch machen. Wir könnten den Tisch auch quasi schwebend machen. So, auf der Höhe hier quasi. Und es nicht weiter ansprechen, dass darunter etwas fehlt. Ich bin momentan unentschlossen. Ich finde aber die Möglichkeit gerade irgendwie gar nicht so schlecht, weil es einfach so richtig sinnfrei ist. Ich glaube, wir lassen die sinnfreie Methode. Dann hatte ich auch noch ganz viele Vorschläge zur Küche. Ich habe wirklich zu allem gerade Kommentare da, ne? Das ist total heftig. Ich kann sie nur nicht leider vorlesen, weil da bräuchte ich stundenlange Vorbereitung, glaube ich. Wo ich momentan auch noch nichts ändern will, die stellen wir ein bisschen zurück, weil der war doch hier. Das sollte ich noch verbessern und ganz viel. Dann sollte ich einen Jump'n'Run bauen, was ich auch voll geil finde, was wir auch machen werden. So ein bisschen wie Sparks Challenge da unten werden wir einen Jump'n'Run bauen, vielleicht da hinten bei dem Berg. Und wenn du den geschafft hast, bekommst du die ganzen Zauberbücher, die ich bis jetzt gesammelt habe, weil mit denen kann ich auch nichts anfangen. Also, wow. Ich hoffe echt, dass ihr noch lange Spaß an Craft Attack habt, denn wir haben echt noch sehr, sehr viel vor uns. Ja. Sehr, sehr viel. Und wenn ich sehr, sehr viel sage, meine ich sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Okay, so viel dazu. Das lassen wir erstmal hinter uns. Wir gucken jetzt den nächsten... Ich glaube, ich muss gar nichts mehr dazu sagen. Ihr seht schon, auf was das hier rausläuft. Als nächstes gucken wir uns nämlich an eine Sache, die... ich habe den Glowstone da unten vergessen, fällt mir gerade ein. Das müssen wir noch schnell machen. Auch eine Sache, die in den Kommentaren stand. Und zwar, wo Eve ihre Akaziensetzlinge hat. Die hat sie nämlich in Blumentöpfen. Das habe ich auch nicht entdeckt. Und natürlich auch nur wieder dank Kommentare. Ich bin so dankbar, ne? Stellt euch mal vor, wie langweilig Craft Attack wäre, ohne eure Kommentare bei mir. Es wäre einfach nur lineares Gameplay.
So ein bisschen, wie wenn ich nur vorproduzieren würde. Dann ist ja quasi, kann ich auch nicht so viel, okay, ich produziere gerade vor, aber man ist da halt nicht so live, sage ich mal. Und genau so langweilig wäre das dann ja. Guck mal, das sieht echt schön aus hier. Aber im Gegenteil ist quasi der Fall. Ich kann einfach, also es ist Let's Play, wie es im Buch steht. Und ich bin echt traurig, dass es momentan nur so ein Craft-Hack bei mir ist. Aber besser als nirgendwo. Und eben auch in den Kommentaren stand, dass die Akazien-Setzlinge bei Eve, sehe ich da gerade, sehen meine Augen gerade richtig, was du da gebaut hast? Ist das eine von diesen Auto-Farming-Maschinen? Oh, das ist jetzt vielleicht schlecht. Bone Meal ist hier drin. Und hier ist auch Bone Meal drin. Genau. Das ist so eine Dingermaschine. I remember, wo du quasi Seeds reinklatschst. Soweit wollte ich auch mal bauen, weil das eigentlich viel cooler ist als eine Farm. Wir testen das mal schnell. Junge, du bist ja richtig hier am Entertainen, du. Ich klau dir mal ganz schnell Seeds. Nicht viele, nur um es zu zeigen. Ich glaube, ich habe gerade, ach egal, die Wörter verkraften soll er bei mir zurückklauen. Man setzt hier so. Oder? Ich glaube, nee, es geht auch so. Irgendwie so. Man muss, glaube ich, einfach nur rechte Maustaste spammen, oder? Seine Maschine ist auch extrem langsam. Genau, durch die Dunkelheit droppt es nämlich, glaube ich. Oder so. Ich weiß das selber nicht. Ich check das gerade nicht. Aber ungefähr so funktionieren diese Maschinen, ja. Und das finde ich voll spannend. Schön, dass sowas auch mal den Weg hier gefunden hat. Das ist halt auch ein neues Feature. So, hast du sogar ein bisschen was zurückbekommen. Wer das liest, ist doof. Habe ich damals noch hingesetzt. Und oho, wie alle hier am Upgraden sind. Ich bin leicht begeistert. Ich bin echt leicht begeistert, ey. Sowas will ich auch noch bauen in meinen Keller rein. Och, man sieht auch schon ein bisschen was von meiner Wohnung. Och, Leute, bitte lass Craft Attack wirklich noch ein Jahr weitergehen. Dann ist der komplette, boah, guck, oh, überlegt euch mal, wie schön die Stadt wäre. Okay, ich muss was anderes machen. Ich muss jetzt diesen Setzling holen. Ich krieg hier noch einen harten, ey. Es ist, was wir hier gerade machen, Craft Attack ist wirklich momentan auf sehr gutem Wege, eins der krassesten Projekte aller Zeiten bei mir zu werden. Ey, boah, ich hoffe wirklich einfach, dass das momentan kein lokaler Hype ist quasi. Keine Ahnung, wie man sowas richtig nennt. Dass quasi jetzt hier im Dezember Craft Attack voll im Kommen ist, weil alle hier abgehen und dann kommt, ui, er hat ein Schwimmbad gebaut. Und dann juckt es wieder, kurze Zeit später, gar niemanden mehr. Ich hoffe einfach, warum auch er, warum hat er ein Schwimmbad gebaut? Das ist doch ein Troll, oder? Macht deinen Job besser. Ich glaube, da hat jemand ein Schwimmbad gebaut, oder? Ist das ein Troll? Ich weiß es nicht. Werdet ihr mir besser sagen können. Ich hoffe, wie gesagt, dass das hier einfach so weitergehen wird. Wir haben hier Potenzial, wirklich im Stil von Kronk hier Let's Play, warum ist hier überall Wasser? Im Stil von Kronk Let's Play quasi, immer weiter und weiter geilen Scheiß zu bauen und immer mehr Häuser und zu erweitern und was weiß ich was alles. Und ich würde das echt gerne machen. Und ich hoffe, dass Craft Attack bei euch lange gut ankommt. Am besten so pervers gut wie momentan. Und wir dann hier so eine richtig geile Stadt in der 1.9 bauen können. Oh, hallo. Ein Zombie. Cobblestone kostenlos. So, jetzt sind wir nochmal hier im XXX-Haus und suchen den Akazien-Setzling, von dem ihr gesprochen habt. Denn ich glaube, ihr habt gesagt, dass es oben ist oder so. Ich guck mal hier ganz schnell. Die Folge wurde pervers gut geklickt, wo wir hier da waren. Vielleicht weil ich XXX-Haus geschrieben habe, ich weiß es nicht. Fand ich aber saulustig. Hier haben wir den Akazien-Setzling. Ich habe ihn schon von Weitem gesehen. Das ist Acacia Sapling, genau. Ein einziger. Und den habe ich jetzt geklaut und behalte ihn für mich. Nee, ich bin natürlich kein Arschloch. Deswegen habe ich hier... Doch, ich bin eigentlich ein Arschloch. Egal. Deswegen habe ich hier den Bone Meal mitgenommen. Weil wir den jetzt hier ganz kurz pflanzen werden und dann vervielfältigen. Dann kriegt sie auch ihren Setzling zurück. Und auch den Eimer, wenn wir gesagt haben hier. Guck mal, da oben ist eine schwebende Insel. Leute, ne? Diese Welt. Ich hoffe einfach, Craft Attack wird nie enden. Craft Attack 3. Alle haben gesagt, das langweiligste Projekt der Welt geht in die dritte Staffel. Nachdem die zweite Staffel schon kacke war,
dann kann es ja jetzt nur schlimmer werden. Keiner hat an das Projekt geglaubt, also natürlich außer die dabei waren. Keiner wollte rein. Und jetzt auf einmal haben alle bemerkt, dass wir in Craft Attack 3 extrem hart übertreiben. So, da ist schon der erste Setzling down. Und das ist eigentlich auch alles, was ich wollte. Eigentlich will ich gar nicht auf das Holz aus, sondern ich will einfach auch so einen Setzling haben. So, die lassen wir hier droppen. Ich wollte mindestens zwei haben, damit ich hier einen zurückgeben kann und einen behalten. Das habe ich jetzt auch geschafft. Damit habe ich jetzt bis auf das Holz von Dschungelbäumen, glaube ich, sämtliche Holzsorten, die es gibt. Und das ist auch so eine Sache. Ich finde das toll, dass es so ganz viele Sachen gibt in Minecraft, die man halt nur durch Erkunden Stück für Stück schaffen kann. Wie zum Beispiel alle Holzsorten finden. Gut, das hätten wir geschafft. Ich mache mal schnell hier MLG. MLG! Hat sehr gut funktioniert. Und hier ist auch schon wieder der nächste Setzling. Sehr schön. Wir warten hier mal noch kurz eine Sekunde. Ich wollte ja beim Rotpilz nochmal reinschauen, weil ganz viele gesagt haben, hier, du hast gar nicht alles bei ihm gezeigt. Allerdings traue ich mich nicht, seinen Fahrstuhl zu verwenden. Vielleicht muss ich einfach mal mit dem aufnehmen. Weil ich habe bei seinem Fahrstuhl extreme Angst. So, das reicht. 4 Setzlinge, mehr brauche ich nicht. Ich habe bei seinem Fahrstuhl extreme Angst, dass ich einfach mal zerquetscht werde oder irgendwo drin rumbugge und das wäre dann echt kacke. Für 10 Dias befülle ich eine Kiste mit... Was? Einfach Bestellung und Bezahlung in die Kiste legen. Wer meint denn jetzt hier, dass er voll zum Baumeister werden muss? Zum Braumeister? Das ist wahrscheinlich wieder Jens. Jens ist ja immer derjenige mit der krassen Potion Machine. Wäre wieder typisch. Bin ich mir auch überlegen, ob ich es bauen soll. Guck mal da oben. Es tut sich was. Stell dir euch mal vor, wie geil das ist, wenn wir erst den ganzen Berg bezwungen haben. Oh ja, ich freue mich extrem auf die Zeit. Wir können bei der Gelegenheit übrigens mal hier ein bisschen den Berg bewalden. Das ist nämlich auch so eine Sache, die irgendwie... Okay, alles klar. Ich habe leider gerade nichts da. Die irgendwie auch ein bisschen dazu beitragen könnte, das ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen. Was auch ganz oft vorgeschlagen wurde, war Geheimgang und so. Ihr seid so ein bisschen die Geheimbuddies, die sowas gerne hätten. Auch das werde ich noch in Angriff nehmen. Och Leute, ey. Craft Attack bis jetzt ist echt zeitaufwendig, die ganzen Ideen und alles umzusetzen. Aber es freut mich extrem, dass es so weitergeht. Vor allem, es wird ja nicht bei allen so gut verfolgt wie bei mir. Ich hoffe einfach mal, also mein Verdacht ist das quasi, weil ich mich hier so extrem reinhänge. Ich hoffe einfach mal, dass es das ist, weil ansonsten habe ich ja nichts zu bieten. Sage ich jetzt einfach mal. Okay, hier ist noch ein Skelett. Das nehmen wir natürlich auch noch. Ein Buggy-Skelett mal wieder. Das haben sie immer noch nicht gefixt. Und jetzt fangen wir wieder mal an mit fröhlichem Koordinatenraten. Und zwar würde ich gerne an dieser Stelle. An dieser Stelle. So eine Scheißstelle. Vielleicht auch an dieser Stelle. Wir müssen den See ein bisschen verändern, merke ich gerade. Würde ich gerne, was ist denn das jetzt hier gerade? 3-4, 3-8-4. Passt ja super. Wir gucken mal, wo 3-4, 3-8-4 ist. Denn ihr habt gesagt, Wasserfall wäre geil. Und ich habe gehört und appliziert tatsächlich vor, einen Wasserfall hinzuklatschen. Also, habt ihr nicht zu dem Wasserfall gesagt, aber ich fände das so geil, wenn hier ein Wasserfall rauskäme. So wie hier hinten auch, so ein Wasserfall. Und das fände ich hier auch Sneake, Knorke. Und deswegen gucken wir mal, ob wir das irgendwie verwirklichen können. 3-4, 3-8-4. 3-8-4 ist hier drüben. Okay. Und 3-4 ist aber echt noch weit. Und das ist ein bisschen das, wo ich gezweifelt habe, ob es realisierbar ist. 3-4. Alter, das ist ja richtig weit weg. Wir müssen mal noch weiter runter hier. Das ist jetzt 4-0. Ah, das ist doof. Also ich müsste den See halt wesentlich vergrößern. Aber hier so ein Wasserfall, also wir springen mal noch kurz nochmal hier runter. Wie schön, wenn man nicht Angst haben muss, weil der Server laggt. Es würde natürlich schon, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ins Bild passen würde, aber es würde halt diesen technischen Aspekt ein bisschen weiter hervor... Alles klar. Ein bisschen weiter hervorheben, wenn hier so ein Wasserfall runterkäme. Weißt du, wenn hier überall so quasi am Schluss die kleinen Häuschen rauskommen und was weiß ich was ich noch bauen werde und hier so ein Wasserfall runtergeht... Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir schieben es erstmal noch nach hinten. Ja. Und ihr könnt mal in den Kommentaren entscheiden, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, ob ihr die Idee selbst für was Cooles haltet. Und die soll ich noch umbenennen zu Türsteher. Finde ich auch eine coole Idee. Bin ich nämlich jetzt gerade ein bisschen unentschlossen, weil es halt ein bisschen ein krasseres Projekt wäre und ich bin mir nicht sicher, ob das cool ist. Weiß ich nicht. Müssen wir uns überlegen. Prinzipiell aber eine gute Idee, meiner Meinung nach. Doch. Doch.
okay. Aber was ich auf jeden Fall, und ich glaube, das ist auch der Job fürs nächste Mal, mache, ist, dass ich hier meine Veranda mache. Denn so langsam ist ja das Stockwerk hier fertig. Also hier fehlt eigentlich nicht mehr viel. Das Bett kommt, wie gesagt, natürlich nach oben. Hier müssen wir uns dann auch was einfallen lassen, was wir zwischen reinklatschen. Vitrine habe ich zum Beispiel schon als Vorschlag bekommen. Weiß ich allerdings, könnte man durchaus machen, glaube ich. So eine etwas grüne Vitrine. Vielleicht mit irgendwelchen Sachen drin oder so. Vielleicht bauen wir das nächste Mal die Vitrine, machen die Beleuchtung hier drin vollständig fertig, weil hier sind noch viele Lampen nicht an und so weiter. Und bauen da draußen aus. Das heißt, wir machen quasi das nächste Mal dieses Stockwerk hier fertig. Das wäre so ein Ansatz. Bis dahin sage ich aber, oh, man wird auch nicht mehr transparent. Leute, es geht überall bergauf. Merkt ihr das? Ich merke es. Ja, wir bauen hier das nächste Mal weiter. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass wir irgendwann mal noch diesen Jump'n'Run machen. Da gucken wir aber mal. Ich sage bis dahin, meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zusehen. Und ich muss dringend was trinken. Tschüss!